In diesem Video schauen Felix, Victor und ich sich das neue Patch zum Lotte X Update an und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass wir komplett von Preston verarscht wurden. Das ist eine Victor, was soll das? Wir werden verarscht. Aber jetzt erstmal zum Update. Es gibt zwei neue Huge Pets, die man wahrscheinlich nicht bekommen kann. Die Tokyo Alley Quest. Ach, man braucht eine Quest, um da durchzukommen. Auch interessant. Da ein Tokyo Alley Egg, eine Secret Dojo Door, Secret Dojo Area, Secret Dojo Egg. Ja, die haben das aufgebläht. Es gibt eine neue Area, dankeschön. Und es gibt Hologramm-Exclusives. Ach, deswegen Hologramm-Update. Weil wenn wir auf den Exclusive-Shop gehen, gibt es jetzt ein neues Exclusive-Hologramm-Egg. Und da ist dann eine 0,05%ige Chance auf eine Titanic-Hologramm-Cat drin. Aber kaufen kann man noch nicht. So, wir gehen jetzt einmal rüber zur Kawaii-Welt, zum Kawaii-Tempel. Die anderen Areas sind hier nicht gezeigt. Warum sind die denn nicht im Teleporter drin? Oder kommen die da erst rein, wenn ich sie freigeschaltet habe ab jetzt? Wir werden es sehen. Wir sind angekommen in der Kawaii-Welt. Hier ist dann eine neue Treppe erschienen vor dem Dojo und wir müssen dann eine Quest annehmen. Are you sure you want to buy this area für 45 Billion Cartoon Coins? Zum Glück habe ich die mit dem Account. Okay, hier, dann gibt es die Quest wohl da drin. Oh, eine große Kiste. Dann werden wir die schon mal abbauen. Ein interessanter Kistenstil. Das Dojo Egg. Warte, wo ist jetzt die Secret Dojo Key und Quest und was nicht alles? Increased Chances. Yeah, es gibt höhere Chancen. Das ist schon mal cool und so. Aber was? Wo sind die Quests? Lass mich wieder raus. Wo sind die Quests? Ich muss einmal in den Limbo gehen. Ich halte das nicht aus, Leute. Ich halte das nicht aus. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts Neues im Limbo. Okay, nichts Neues im Limbo. Wir gehen nochmal in die Kawaii-Welt. Ich muss doch was übersehen haben, oder nicht? Am Anfang der Kawaii-Welt, sagt ihr? Okay, dann schauen wir jetzt an den Anfang der Kawaii-Welt nach. So, und am Anfang der Kawaii-Welt haben wir hier Tokyo Alley Egg, Entrance 1. Findet das Hidden Alley Egg. Okay, cool, hier gibt es ein Hidden Egg. Endlich kann man rein. Ich habe beim letzten Mal noch gesagt, das wäre voll cool, wenn man hier rein kann. Und jetzt kann man rein. Das ist super schön. Ah, danke schön. So, ja, klar, gerne. So, jetzt sind wir wieder in Pet Simulator drin. RIP an alle Leute, die bis dahin wieder Server Boost aktiviert haben, aber ihr solltet es inzwischen besser wissen. Wir gehen jetzt wieder rein, haben hier diese Kiste, die müssen wir abbauen, um vorbei... Nee, ich kann... Ah nee, ich muss sie wirklich abbauen, um durchzukommen. Okay, interessant. Das ist dann wie bei dem, wie heißt es? Bei dem St. Patrick's Rainbow Event. Und das Abbauen dauert echt lange. Ich guck mal nach, ob ich auf den Server von Felix kommen kann. Ja, ich gehe auf den Server von Felix dafür. Da macht es Sinn, wenn man das wieder zusammen macht. Nein! Lass das doch! Jetzt werden die Server gerestartet, während ich joine, oder was? Ich gehe nochmal auf Schmackbo. Alter! Serverboosts werden rückerstattet, wenn der Server restartet. Okay, das ist cool. Das ist gut zu wissen. Wo sind aber die Quests? Also ich glaube, die erste Quest ist es, die Kisten dort abzubauen und das erste Eck zu finden. So, also gehen wir jetzt nochmal hier hin und bauen nochmal diese Kiste ab. Ich habe meine Boosts alle drin. Ich kann... Ja, ich brauche sie nicht verlängern. So, meine Pets sind da schon mal dran, bauen ab. Ich hoffe, Victor wird das jetzt... Victor? Okay, Victor schaut sich erstmal noch die Welt an. Kann ich eigentlich hier rein? Ich kann hier einfach so schon rein. Aber das ist Nummer 3. Die sind hier? Okay, dann gehen wir erstmal zu Nummer 2. Meinetwegen. Machen wir die Nummer 2 zuerst. Es dauert voll lang. Nee, das hier ist Nummer 2. Ist das Nummer 4? Das ist Nummer 4. Wir machen Nummer 4 zuerst. Alles klar. Hier ist niemand. Ja, dann müssen wir wohl warten. Das dauert jetzt wieder sehr lange. Ach, warum musste Preston das so machen, dass das jetzt so lange dauert? Ich möchte nur dieses Hidden Egg finden. Und da steht, kommt, setzt alle eure Pets hier ran. Jeder, der von euch mit Felix befreundet ist, kommt auf Schmackbo und macht das jetzt bitte. Wo ist Felix? Felix! Felix, du musst deine Pets auch daran setzen. Es ist unheimlich wichtig. Bitte, Felix. Bitte. Sehr viel später. Aber wir haben die Kiste jetzt endlich abgebaut. Komm schon. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Noch etwa 15 Sekunden. Bitte. Oh, schneller. Ich raste gleich aus hier. 400. 300. 200. 100. Und... Yeah! Und jetzt das gleiche nochmal mit zwei weiteren Kisten. Und vielleicht kommt dahinter noch was, wer weiß. Ah, guck mal, da sind Partikeleffekte. Was meint ihr, wofür diese Partikeleffekte wohl stehen? Also, was alles neu im Update ist, am Ende der Kawaii-Welt habt ihr hier hinten jetzt so eine Tür. Die kostet, ich glaube, 65 Milliarden Doodle-Coins. Damit kann man die öffnen. Und wenn ihr dahinter geht, haben wir hier so eine Kiste und ein Egg, ein Dojo-Egg mit erhöhten Chancen. Kann man mal drei öffnen und Müll drin, wurde alles auto-deleted. So, des Weiteren können wir dann zurückgehen hier in der Tokio-Region. Gibt es verschiedene Eingänge und hinter den Eingängen sind dann halt Kisten. Und hinter manchen dieser Kisten, also scheinbar nur hinter einer der Pfade, wie mir gesagt wurde, versteckt sich ein Egg. Und ich glaube, ich weiß es aber nicht, weil ich noch nicht da war, man erkennt, dass da ein Egg ist daran,
Upp, lass mich vorbei, bitte. Dass es dort funkelt, wo das Eck stehen müsste. Da funkelt es und deswegen glaube ich, dass da das Eck sein wird. Ich glaube, dass das Eck unsichtbar ist und buggt. Ich glaube, dass das Eck mit Absicht unsichtbar ist, damit wir es nicht sehen, bevor wir es nicht freigeschaltet haben. Aber man sieht halt die Partikeleffekte und ich hoffe, dass die Server nicht wieder neu gestartet wird dafür. Dann kam Victor zu mir und hat mir erklärt, dass das Eck hinter einem der vier Gänge ist und wir Glück haben müssen, dass wir den richtigen Gang erwischen. Okay, das ist voll. Ich dachte wirklich, dass ihr diesen Ort mit Absicht ausgesucht habt, weil da so Sparkle-Effekte sind. Das Ding ist halt, es kann aber auch sein, dass bei jeder Location das ist, aber dann halt für eine Stunde. Das kann auch sein. Nicht? Ich habe irgendwas mit 60 Minuten beim Change-Up gelesen. Ich habe nur überflogen. Ja, 60 Minuten wechselt die Location. Immerhin sind wir jetzt alle hier zusammen gleichzeitig am Farmen. Am Anfang hatte ich noch Angst, dass wir nicht eine Kiste abgebaut bekommen, bevor die Scavenger-Hand startet. Du kriegst jetzt aufs Maus. Du bist so ein Scavenger-Hand. Hör auf mich zu boxen. Ich Problem bin wunderschön. Anfang. Guck mich an, Victor. Baba! Ey, Felix! Ah. Oh mein Gott. Ich distanziere mich von euch. Okay, distanziere dich mal. Oh, wir haben die Kiste gleich. Wir haben gleich die Kiste, dann können wir endlich erfahren, ob das Eck ist. Wir werden gleich enttäuscht. Wir werden gleich nicht enttäuscht. Ich glaube daran. Also ich glaube nicht wirklich daran. Und das jetzt gespannt. Oh. Das Leben ist hart. Alter, okay, nehmen wir LA 3? Wir nehmen LA 3. LA 3, Jungs. Wo ist 3? Da. Hier. Wo ist meine Maus? Da. So, LA 3. Sind die anderen jetzt woanders hin? Hier ist keiner hin. Gut. Ich will nur sicher gehen, dass sie nicht... Ey! Hallo, Anton. Ihr Hunde! Ja, LA 1. Nur weil es hier dreimal so viele Coins gibt, oder was? Ja, genau. Ja. Das ist der einzige Grund. Ja gut, dann machen wir halt weiter. Wow. Ja. Viele Monate später. Okay, wir wurden schon wieder gescammt. No egg found in this LA. Try another one. Alles klar. Dann folge ich einfach den anderen Leuten. Und Victor geht dort rein. Und dann packen wir es daran. Dann kam Felix zu mir und meinte, dass ich mir unbedingt die LA angucken soll, die wir als erstes freigemacht haben. Was ist das denn? Hä? Wollt ihr mich eigentlich rollen? Ich weiß nicht. Was soll denn das? Victor, was soll das? Wir werden verarscht. Wir werden absolut verarscht. Was soll das? Hä? Wir werden verarscht, Leute. Ja, wir wurden komplett obst genommen. Aber wo sind die Kisten? Ja, wir können hier einfach nicht hin. Ja, Preston hat uns komplett verarscht. Was soll das? Wir haben die Kisten ja schon abgebaut. Jetzt ist alles wieder versperrt oder was? Hä? Wie ist es dazu gekommen? Wann ist das passiert? Auch, warte. Ja, als wir gerade die Eckhand gemacht haben. Warte, Felix guckt nach bei dem anderen Ding. Ah, nee, nicht hier. Da drüben. Was? Hä? Hä? Was soll das? Was ist denn das? Ey, aber das bedeutet, wahrscheinlich ist es einfach nur ein Anzeigefehler und wir haben doch noch die Chance, an den anderen Stellen abzubauen. Ich glaube auch. Wir müssen nur Charlene mal dazu bringen, bei LA 3 abzubauen. Wenn du meinst, mach doch mal auf. Wir müssen mal alle mit abbauen bei LA 3. Ja. Was müssen wir? Bauen musst du. Abbauen. Bau ab. Ja, los, rüber zu LA 3. Du auch, wie du gerade zusiehst. Wie ist denn das passiert? So, hier, LA 3, alles abbauen. Los, schneller, schneller. So, ich komme LA 1, weil mein Team-Captain das gesagt hat. Warte, LA 1. So, angekommen bei LA 1 ist... Was? Was soll das denn jetzt schon wieder? You don't have access. Es geht nicht, es lässt mich. Ich hab keinen Access. Was? Turn on. Tja, flackert das bei dir auch so mit dem Auto-Hedge? Wir hätten nur Pets und X Nitro kaufen sollen. Ja, wir hätten wirklich Pets und Lotte X Nitro kaufen müssen. You don't have access to this. Was soll denn das? Aber jetzt sehen wir einmal, da sind dann die zwei neuen Huge Pets. Das eine sieht man nicht mal. Das ist unsichtbar, oh mein Gott. Man sieht aber das Bett nicht mal. Nein, das lädt schon. Das ist ein unsichtbares Huge-Pad, Leute. Oh mein Gott, das ist unsichtbar? Ja, das neue Unsichtbar-Pad. Das ist das neue Titanic. Okay, krass. Tja, so sieht's dann wohl aus. Das Kawaii Alley Egg. Und man kann sich öffnen. Keine Erlaubnis. So, wir bauen hier mal ein bisschen weiter ab. Das lohnt sich doch nicht mal. Ja, wer weiß. Aber wir kennen Preston. Der macht Eggs natürlich so, dass sie sich nicht lohnen. Weil jetzt ist es soweit. Wir können die Kiste endlich abbauen. Komm schon, Leute. Komm schon, jetzt muss es dahinter sein. Bitte, sag mir, dass es dahinter ist. Dahinter ist das Eck. Funktioniert's jetzt auch? Funktioniert's jetzt auch? Und es funktioniert. Wir können das Eck öffnen. Oh mein Gott, jetzt muss ich einmal sicherstellen, dass Auto-Delete stimmt. Mythical, brauche ich? Ich lass mal Mythicals auf Keep. Und dann kaufen wir einmal. Und wir gucken einfach, ob sich jetzt lohnt, dieses Eck zu öffnen. Wo ist Auto-Hatch? Ja, okay, ich habe kein Auto-Hatch. Vielleicht geht's einfach grundsätzlich nicht. Dann kann ich jetzt... Wow, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe nicht mehr Auto-Hatch für dieses blöde Eck. Na, ich öffne auf jeden Fall einmal hier die Free Gifts. Damit ich mehr zum Kaufen habe. Aber meinte ich, werde da jetzt noch ein Huge Pad ziehen? Ich glaube nicht. Immerhin habe ich jetzt ein... War das Rainbow? Ne, normales Mythical. Das sah eben kurz so aus, als wäre es Rainbow gezogen. Na gut, dann muss ich das jetzt... Wow, ich habe nicht mal mehr genug Cartoon Coins. Wow. Wow. Das Eck war ja der größte Reinfall aller Zeiten. Wow. Na gut. Wir gehen jetzt nochmal in das Dojo.
Ich werde dann weiter hier abbauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet, was ihr davon haltet, dass man so lange für ein Eck farmen muss, der noch so teuer ist und auch nicht garantiert gute Pets beinhält. Für mich ist das Update ein Reinfall. Klickt jetzt auf das Video, das ich höre, angezeigt wird. Bis dann und ciao!